Gut. Ja, hallo und herzlich willkommen bei For Those About to Rock auf Radio Agora 105,5 beziehungsweise heute beim Podcast von For Those About to Rock bei For Those About to Talk, aber trotzdem auch auf Radio Agora 105,5. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze hier mit den Big Boys vom Big Boys Podcast mit dem Jörg und dem Peter. Hallo Leute. Servus. Hi. Und nach, ja, wie soll ich sagen, kleinen Schwierigkeiten am Anfang, ihr habt sehr schnell aufgebaut. Ich habe aufgebaut und aufgegeben. Haben wir es jetzt hinbekommen, ja, würde ich sagen. Mit einem Workaround. Genau. Genau, und ich habe gleich das Erste für die Zuhörer, weil ich erkläre es euch einmal. Wir machen heute einen Crossover. Das heißt, es gibt ja den Big Boys Podcast und es gibt For Those About to Talk. Das ist eben unser Podcast. Und ihr hört jetzt die Sendung, wenn ihr brav seid, habt ihr eingeschaltet und hört die Sendung im Radio und hört auch die Songs zur Sendung, die Songs, die der Jörg und der Peter mitgebracht haben. Ja. Und wenn ihr weniger brav seid, hört ihr die Sendung nach. Und wenn ihr auch brav seid, aber ja nicht sehr radioaffin, dann schaut ihr den Podcast später. Das wäre so, ja. Ja, den gibt es dann auf unseren Seiten, auf unserem, genau, YouTube oder, genau, auf Big Boys Spotify. Genau. Yes. Also ihr werdet quasi in alle Kanäle befüllt von uns. Genau. Ist mit Absicht missverständlich, ja, formuliert. So, zuerst ein bisschen zu euch. Was ist eure, ich weiß, ihr habt es eigentlich in der ersten Podcast-Folge von euch schon ein bisschen besprochen, aber unsere Hörer, Zuhörer werden das wahrscheinlich nicht gehört haben und wir werden das jetzt einfach ein bisschen wiederholen. Was ist die Intention, warum habt ihr den Big Boys Podcast gegründet? Und ja. Es ist vieles, was zusammengekommen ist, aber ich denke, ein großer Grund war einfach, dass wir länger schon in der Wiener Szene unterwegs waren und wir immer mehr gesehen haben, hey, es gibt sehr viel Wissen, sehr viele Leute haben ein Wissen, viele Leute sind an sich auch bereit, ihr Wissen zu teilen, aber es gibt nicht wirklich ein zentralisiertes Medium oder eine Plattform dafür, wo man das einfach austauschen kann. Und das war mehr oder weniger der Hauptgrund, dass wir uns gedacht haben, hey, warum schauen wir nicht, dass wir dieses Wissen ein bisschen sammeln oder Leute einladen, die dieses Wissen haben, egal ob es jetzt Musikproduktion ist oder Content Creation, dass wir die Leute, die das machen, versuchen zu verknüpfen mit anderen Leuten in der Szene. Das heißt in erster Linie ja eine lehrende Funktion, wenn man so will. Also es ist, ich hab mir so die ersten, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt gekommen bin, ich glaube bis Nummer 4, da man hat schnell gemerkt, es wird immer besser, also gleich von der ersten Folge auf die zweite, ich natürlich als Radiomensch sofort den, ja, die Audioqualität. Ja, das war die Intention besser. Dahinter, wir wollten nämlich keine Testfolge machen. So, wir haben gesagt, okay, gut, wir fangen jetzt mal an und wir zeigen allen, wie das aufgebaut wird und immer quasi besser und effektiver und qualitativ hochwertiger wird, dass man einfach sieht, dass es einen Prozess gibt und dass man selten etwas, also eine Unternehmung von Anfang an, dass das gleich einmal rund rennt und flutscht halt und dass es einfach eine Entwicklungszeit braucht. Ja, ihr habt ja auch das, also wenn einer von euch das Motto wiederholen möchte. Wir haben keine Ahnung, wie irgendwas funktioniert. Genau. Aber ja, du musst halt beginnen. Irgendwo. Richtig, richtig. Ja. Und wir haben uns halt, dann scheiterst du halt vorwärts. Genau. Und wir haben uns halt hingesetzt, wir haben einfach einmal angefangen. Ein bisschen ein Equipment haben wir beide schon gehabt. Ja. Die erste Folge haben wir schön brav mit Baustrahler aufgenommen, die schneller mal jemand in meinem Studio, genau, zu Hause, ja, die schneller mal jeder irgendwo hat, ganz klassisch weiße Lampen gegen weiße Wände und irgendwas wird schon hell sein, hell genug für eine Kamera, ja, ausgeschaut wie eine Apple-Werbung, ein bisschen so wie hier jetzt. Ja, genau, wir können ja dann, kann man auf weiß gut drauf animieren?
Ja, an sich schon. Du, vielleicht gehst du ein bisschen unter dann. Das ist ja, der, oh, oh. Das sind dann die zwei Augen, die so am Mund rumfliegen. Der ist nicht neu, aber tut überall ein bisschen weh. Nein, aber wir haben dann immer wieder gelernt, okay, am meisten müssen wir arbeiten an unserer Audioqualität. Ja. Da haben wir dann auch ein paar Mal unsere Probleme gehabt. Mhm. Da waren dann halt externe Recorder notwendig, bessere Mikros. Irgendwann haben wir unlängst das Licht verbessert. Also es wird immer ein bisschen was. Aber wie der Jörg schon gesagt hat, es ist, denke ich, wichtig, dass man auch sieht, wie man vorwärts kommt. Und es ist nicht so, dass wenn man anfängt, alles direkt perfekt ist, weil so ist es einfach nicht. Es wird immer irgendwie besser. Es ist auch das gleiche Sinnbild wie bei Bands. Keine Band fängt an und hat alles ready, set, go und alles passt, ja, sondern es ist immer ein Entwicklungsprozess. Ja. Und ich finde, wenn man den Prozess hinter einem Projekt kennt, ist jetzt wurscht, sei es ein Podcast oder eine Band oder ein Film oder irgendwas, dann kann man das Projekt selbst ein bisschen mehr appreciaten, weil man einfach weiß, warum sind gewisse Entscheidungen gefällt worden, warum schaut so aus, warum fühlt sich so an, wie es anfühlt. Ja. Und so wird es weniger ein Produkt, das an dir vorbeirennt, sondern mehr etwas, wo du dich selbst hineingearbeitet hast. Ja. Voll. Und für mich ist auch immer ein bisschen mehr ein persönlicher Bezug dann da, wenn ich es zum Beispiel mit anderen Podcasts oder Vloggers oder was auch immer vergleiche, wenn ich da über eine gewisse Zeit, Jahre, Monate, whatever, merke, es verbessert sich, ja, dann kann ich dran zurückdenken und sagen, so, hey, ich weiß noch, wie das Shit war. Ich weiß, genau, ja. Schaust du nie alte Sachen an? Von mir dir selbst? Ja, ja, voll. Dass ich versuche es okay, zu gut, vermeiden, ich aber ich jetzt weiß definitiv, was du meinst. Ja. Aber das ist ultra spannend, finde ich, weil gerade, wenn man selbst das Gefühl hat, oh, boah, nichts in meinem Leben geht quasi weiter, meine Band steht, mein Podcast steht, bla bla bla, und dann schaust du auf einmal etwas an vom letzten Jahr oder zwei Jahre davon, vergleichst das mit dem, was du jetzt hast, eigentlich merkst du, okay, gut, ja, es hat sich stetig weiterentwickelt, aber einfach laufend, dass du keinen Sprung mitkriegst, sondern du kriegst es nur so ein bisschen. Ne? Mhm. Das stimmt. Und Das ist wichtig, dass man das macht, dass man sich selber aufzeichnet und damit man sich selber reviewen kann. Genau, vor allem, auch sieht, okay, gut, in welche Richtung, oder habe ich mich wo verlaufen, oder das kann ja auch sein. Ja. Aber das wollte ich auch positiv hervorheben, eben diese Metaebene, dass man bei euch ganz stark die Metaebene gleich in der ersten Folge, wo ihr einfach die Outtakes quasi am Anfang dabei gelassen habt, das kollektive Nachdenken, wie machen wir das jetzt eigentlich? Ja, voll. Läuft das schon? Ja, fangen wir einfach an, oder? Ja, Ja. Na, voll, das ist schon. Ja. Das finde ich, ja, find ich sehr außerdem, cool. Außerdem, Fun Fact, dein Radio-Podcast-Ding war schon noch eine Inspiration für uns, rund uns gibt. Ja. Was nun unser Take war, ist, also es ist cool, was du machst, aber es ist für unser Verhalten ein bisschen zu breit. Ja. Ja. Weil du hast doch sehr viel quasi internationalen Content. Ja. Genau. Also du, keine Ahnung, ich glaube, du hast doch Review gemacht von Rammstein. Ja, was da war. Genau. Ja. Also das ist halt, genau. Unser Gedanke ist, wenn Rammstein etwas released, dann sind genug Outlets da, die das reviewen und promoten. Aber es gibt kaum Outlets für Bands aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Steiermark. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, alle anderen machen eh das. Ja. Wir quatschen über diese Bands, mit denen wir schon mal was zu tun gehabt haben oder die wir schon mal vor der Linse gehabt haben oder die wir persönlich kennen oder die wir einmal gesehen haben und gesagt haben, wow, okay, coole Band, gefällt mir. Ja. Voll. Lustigerweise ist es umgekehrt auch so, jetzt, dass ich mir gedacht habe, mir taugt es auch, dass wir sehr breit sind. Wir haben ja irgendwie den Nutzen, dass man... Daher der Name. Ja. Ihr gemeint einfach, weil ihr schon groß seid. Auch die Big Boys. Ja, ja. Deswegen können wir in unsere Thematik, ja. So schmal. Ja. Ich versuche irgendwie den Hybrid hinzubekommen, eben aus Radiosendung und Podcast. Das ist irgendwie so. Deshalb gibt es auch einmal im Monat nur unseren Podcast. Ja. Und ja, übrigens, hallo zurück nach der Sommerpause, weil es war ja doch einige Monate Pause. Und jetzt sind wir ja wieder da, wie ihr unschwer erhören könnt. Und ich habe mir bewusst irgendwie keine Grenzen gesetzt, thematisch so
von der Breite eben, so wie du sagst, wenn ich einfach Bock habe, nachher über das Wetter zu reden oder über was gerade passiert ist, dass der Amazonas brennt, darüber würde ich dann später gerne ein bisschen mit euch quatschen, dann mache ich das. Und ursprünglich, natürlich, For Those About To Talk ist ein Musikpodcast von der Musiksendung, aber ja. YOLO. Und ah, schön, schön. Ja, ich habe schon YOLO. Fast gedacht, dass es das nicht mehr gibt. YOLO? Ja, ich habe mir gedacht, das ist jetzt schon was Neues, wo ich jetzt vielleicht zu alt bin. Aber umgekehrt, das ist das, was ich früher gemeint habe, umgekehrt habt ihr mich wieder ein bisschen mehr inspiriert, einfach auch wieder mehr die lokale Szene ein bisschen cool. abzugrasen. In den Sumpf zu kommen. Genau. Und jetzt in Wien ist es natürlich sehr viel einfacher, jetzt wo ich in Wien bin, weil einfach viel mehr Konzerte sind. Yeah. Ja, ja. Die Steiermark ist da leider, ich meine, Gallows Bookings, ja, Ding macht relativ viel. Schöne Grüße an die Burschen von Gallows Booking. Immer brav weiter. Und ja, aber ansonsten, ja. Ja. Über, gut, wir haben dann etwas, was ich gerne noch aufgreifen wollen würde. Greifen Ihr habt ein bisschen darüber geredet, ob ein Audio- oder ein Videopodcast sinnvoller und besser ist. Ihr seid ja auch beides. Primär seit kurzem. Ja, voll. Seit kurzem sind wir beides. Primär sind wir Video- und Fotografen. Mhm. Und das tun wir gerne. Und eben weil wir das gern tun, haben wir gesagt, okay, gut, dann filmen wir das auch. Ja, weil wir den Grundgedanken gehabt haben, okay, dass du das Gefühl, ebenso wie du jetzt, du sitzt bei uns am Tisch, ja. Quasi, wir unterhalten uns. Ich meine, du hast mehr oder weniger nur eine passive Rolle oder du kannst deine Handlung erst später setzen, erst quasi hinten nach, kannst du dein Review oder deine Gedanken oder deinen Comment machen, ja. Nach vielen, vielen Gesprächen und Selbst-Reviews sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es nicht darum geht, dass wir auf eine Plattform uns konzentrieren und dort mehr oder weniger unsere Views haben und unsere Zahlen, sondern es geht mehr darum, so gut wie möglich die Message mit einer Schrotflintenmethode zu verteilen. Quasi ein bisschen was da, ein bisschen was da, ein bisschen was da. Je nachdem, was die Leute halt lieber sehen oder hören. Ja. Ich finde halt, der Vorteil von der visuellen Komponente ist halt, du fokussierst dich ein bisschen mehr darauf, plus eben Gestik, Mimik ist ein tolles Ding. Wir gestikulieren beide einiges. Ja, also. Das ist sehr wild. Ja. Das hört ihr jetzt nicht im Radio, ja, aber das seht ihr dann. Kannst du hören. So. Ja. Vielleicht so. Ja, und dann. Man hat ein bisschen mehr das Gefühl auch, es sind nicht einfach nur quasi ein paar Stimmen im Ohr, die herumreden, sondern es sind tatsächlich Menschen, ja, die sich unterhalten. Genau. Aber ich finde gerade, ganz kurz, ja. Ich finde gerade lustig, dass man jahrzehntelang den Robert Kratky und solche Persönlichkeiten im Radio gehört hat und eben nicht gesehen und dann sieht man das erste Mal den Mensch zur Stimme und dann passt es vielleicht überhaupt nicht oder ja, dann machen wir andersrum. Wir zeigen einmal zuerst, ja, weil wenn du uns dann hörst, dann siehst du automatisch unsere schieren Gesichter. Oft, ich finde das lustig, ihr klingt, ihr habt eine sehr ähnliche Stimmfarbe und okay. Ich habe heute so ein bisschen daneben aufgeräumt und euch gehört und dann habe ich kurz. Okay, das ist der Peter. Oder so, okay. Das war lustig, ja? Nein, ich habe das Gefühl, der Peter ist natürlich ein bisschen noch mehr der Northman. Noch ein bisschen? Okay. Ein bisschen es kommt natürlich auch darauf an, wie ihr redet, aber in einer gewissen Tonlage. Fun Fact übrigens, wenn ich Deutsch rede, ist meine Stimme höher. Ja, voll. Ja. Musst du mal Niederländisch sprechen hören. Ja. Irgendwann einmal, das ist... Ich bin ursprünglich... Sag was, los. Sag mal was, ich hasse es immer, wenn Leute sagen so, sag was. Ich hasse es immer, wenn die Leute sagen, ich soll Niederländisch reden. Ich hatte auch das, meinst du, will er Nederlands praten? Das war ein bisschen tiefer. Ja. Ja. Es ist einfach so, ich weiß nicht. Es klingt so lustig. Aber bei Niederländisch ist so, dass man so ein bisschen noch erahnen kann, was du sagst. Ja, schon. Das ist lustig, wenn man Deutsch spricht. Gut, das wäre das eine. Also ihr seid eigentlich auf Video fokussiert und ja, Audio auch, weil jetzt gibt es euch ja auch auf Spotify. Also ja, es ist wie gesagt, wir haben einfach und unser Feedback eingeholt. Wir fragen natürlich die Leute, wo wir wissen, dass sie es anschauen, hey, was wäre für euch ein Mehrwert? Und es ist halt immer mehr zurückgekommen, ja, es wäre schon cool, wenn es auch auf
Spotify oder irgendeiner anderen Plattform, die Audio-only ist, zu hören ist, weil dann kann ich es im Auto hören, wenn ich von der Arbeit heimpendel oder zum Beispiel von ein paar Leuten weiß ich, dass sie es in der Werkstatt, wenn sie in der Arbeit sind, einfach hören wollen und da kannst du schwer irgendeinen Laptop im Eck YouTube aufdrehen, wo das nicht mit der ganzen Anlage verbunden ist und Audio-only wäre dann einfacher. Das war der Grund. So, willkommen zurück bei For Those About to Rock auf Radio Agora 105,5, dem freien Radio. Heute mit Aaron Olser, mit dem Jörg und mit dem Peter von den Big Boys Podcast, von dem Big Boys Podcast, damit man den Dativ, damit der Dativ, dem Akkusativ nicht in die Quere kommt. Und ihr bekommt, wenn ihr das Video seht und euch gleich auffällt, dass jetzt etwas anders ist, bekommt ihr einen, ja was denn? Einen Pluspunkt von uns. Ja, genau, weil das ist genau das, was Profis machen. Ja, genau. Man weiß nämlich genau darauf hin, was gerade ein Arschgang ist. Ja, ja. Aber wir damit die Immersion gar nicht entstehen kann. Ne? Genau, aber wir sagen ja, wir haben ja darüber gesprochen auch, dass euch einfach auch die Metaebene wichtig ist. Die Entwicklung, dass man die Entwicklung. Ist sie uns wichtig oder ist sie einfach stärker? Trinkt durch und wir können gar nicht anders, als dass wir die Leute am Scheitern teilhaben lassen. Ja, ja genau. Und wir machen das heute auch hier. Genau. Das, egal wo wir sind, das verfolgt uns. Wir scheitern vorwärts. Und wir haben wichtig. Jetzt einige Songs gehört, die ihr mitgebracht habt. Mhm. Und warum habt ihr denn die mitgebracht? Was sind das für Songs? Was haben die Zuhörer jetzt gehört? Und was können sie auf der Spotify-Playlist nachhören? So sieht die Sendung. Also, ich glaube, da kann man ganz kurz und bündig bleiben. Das waren alles lokale Bands. Aus verschiedenen Subgenres. Aus verschiedenen Subgenres. Aber tendenziell aus der extremen Musik. Richtig, ja. Richtig. Also es ist alles extremer, es ist alles recht technisch. Oder progressiv, genau. In unterschiedlichsten Abstufungen davon. Weil wenn du zum Beispiel schaust, wir hatten jetzt zum Beispiel Amir dabei. Die sind ziemlich Post-Metal und Doom. Ja. Storms of Aeolus. Eher in die Gent-Richtung würde ich sie geben. Ja. Dann Manege Noir, die auch so. Also damals waren wir so ein bisschen, keine Ahnung, schon auch Black Metal, aber auch sehr perkussive. Kannst du kurz Metal. Den Kontext geben, wer das war? Manege Noir, das war ein Studioprojekt von Kerem Lechner, von Breezy, Thomas Fernis und mir. Und das war bis jetzt das erste und einzige tendenziell politische Musikprojekt, das wir vier je gehabt haben. Das haben wir ins Leben gerufen, eben weil wir eine Message verbreiten wollten. Und wie soll ich sagen, die most angry music, die in uns drin war, wollten wir manifestieren und wir haben von Anfang an gesagt, okay, es wird eine EP geben, 4 Songs, Video, Making of, das wird gratis alles zum Runterladen und zum Hören und zum Streamen geben und danach beenden wir das Projekt wieder. Okay, ja. Also es war ganz klar terminiert. Das ganz klar. Dann und innerhalb von 3 Monaten war alles fertig. So ziemlich. Also von wir kommen zusammen, machen Songwriting, Pre-Production, Production, Video, Artwork, bla bla bla. Nach 3 Monaten war alles fertig und dann ist sukzessive alles released worden. Sehr also man kann eine Band starten und einen Release auf die Beine stellen, wenn man es dementsprechend fokussiert angeht und vorplant. Man muss auch dazu sagen, das waren 4 hervorragende Musiker. Ja. Das waren 3 hervorragende Musiker und ich. ja, es war halt so, Kerem und ich haben mal gesagt, okay gut, jeder von uns sammelt mal Ideen, dann treffen wir uns in Wiener Neustadt in seinem Proberaum, sind jeden Tag halt ein paar Tage war ich dann bei ihm und wir sind jeden Tag von früh bis spät in den Proberaum und haben Pre-Production gemacht, Drums gleich live recorded, dann am Nachmittag zu ihm nach Hause, Gitarren getrackt, Overlays gemacht
war die erste Demo fertig und so weiter und so fort. Wer zack, 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 bin manche Ja, und um diese österreichischen Politiker ist es unter anderem auch gegangen. Okay. Wer hat denn die meisten Gitarren getrackt? Hat der Kerim getrackt? Der Kerim hat auch getrackt, aber prinzipiell, wir haben es so dann aufgeteilt, dass er zwei Songs hatte und ich zwei Songs. Alles klar. Und wir haben dann jeweils von den Songs alle Gitarren getrackt. Mhm. Okay. Also Rhythmus und Overlays. Der Thomas hat dann Bass für alle gemacht. Ja. Eigentlich wollten zuerst nur der Kerim und ich das Projekt machen und dann haben wir gedacht, ja okay, meine Vocals sind okay-ish, aber wir brauchen jemanden, der so richtig den Vocal-Panzer macht und dann habe ich halt den Breezy angeschrieben und der hat recht schnell zugesagt zum Glück. Das ist der Chris Breezy von Kill the Lycan. Genau. Ja. Und Vocal Covers. Links gibt es auf Facebook. Und dann haben wir gesagt, ja okay, aber vier sind eine Band, oder? Und dann habe ich den most angry Bass Player aus Wien rekrutiert. Aus meiner Sicht auch einer der besten Musiker, die ich kenne. Und ich habe gesagt, okay Thomas, du machst den Bass. Ja. Und der hat dem noch das i-Tüpfelchen dann drauf. Das Low End. Ich kenne niemanden, der so angry Bass spielen kann und so den Hammer fallen lässt wie und er. War es eigentlich so, dass die Leute dann auch gesagt haben, sie hätten gerne mehr und ich habe gesagt, ja nein, natürlich. Das ist jetzt aus. Ja. Das ist. Ist warum die Idee, dass es dann wieder stirbt? Nein, es stirbt ja nicht. Es ist ja trotzdem noch da. Die Musik ist ja manifestiert. Klar, aber ich meine jetzt, dass ihr nicht mehr so ganz klar die wir machen. Ich glaube, deswegen macht es was Besonderes, weil es nur in diesem Zeitraum hat es diese Gruppe halt gegeben. Ja? Und es war halt sehr condensed alles. Wie gesagt, in 3 Monaten oder so war alles fertig. Würde mich interessieren, Musikvideo, das war ein Performance-Video auch oder nur... Wir haben performt in einer Tiefgarage. Ja. Und dann haben wir, also nicht wirklich Stock-Footage genommen, aber halt Footage aus den aktuellen Nachrichten. Ja. Und ich habe selber auch noch... Geht das rechtlich? Darum haben wir uns eigentlich nicht gekümmert. Das haben wir einfach genommen. Hat und sich noch keiner gemeldet. Und eingebaut zu mir, also in Zeitraffer, also mit High Frame Rate. Und dann habe ich selber Stock-Footage noch gedreht von Architektur, also Großaufnahmen von eben Plätze in Wien. Ja. Und dann haben wir noch so einen Schmäh gemacht, dass wir uns in Plätzen in Wien halt hingestellt haben. Dann haben wir uns für 5 Minuten nicht bewegt quasi. Die Kamera war still und dann haben wir alles auf Zeitraffer. Genau. Ja. Und wir waren dann quasi in der Mitte von dem Ganzen und die Welt um uns. Wie schauen die Leute da rein? Schauen die Leute Den meisten war es scheißegal. Ja. Das ist auch etwas... Ein paar bleiben stehen und schauen halt, aber... Hat sich keiner dazugestellt? Nein. Aber dadurch, dass nicht viel passiert oder irgendwas, verlieren die Leute sehr schnell das Interesse und gehen halt weiter. Beziehungsweise viele sehen eine Kamera und tun so, als wäre es nicht da und gehen halt dann einfach durchs Bild. Ja. Okay. Also es gab jetzt nicht irgendwie eine Interaktion zu dem Ganzen. Ja. Ja, und wie gesagt, der Musikvideodreh war in 2 Tagen fertig. Ja, trotzdem, schneiden, produzieren, 3 Monate ist wirklich Hut ab. Also ich habe keinen Aufwand. Ja. Ja, das Musikvideo, das habe ich gemeinsam mit dem Markus Wessig von Mollfoto gemacht. Der hat sich da bereit erklärt, uns zu unterstützen. Okay. Ja, und der ist relativ flott, wenn es um ist richtig. Editieren und Schneiden geht, wenn nichts irgendwie irgendwelche Orgeneffekte dabei sein sollen. Das war alles ziemlich basic Kameratechnik. Ja, ist trotzdem so Musikvideoschnitt, so wie die Szene, maximal 3 Sekunden, meistens so um die 1 bis 2, oder? Also ist schon trotzdem Schneidearbeit. Ja, natürlich. Genug. Aber ja, wie gesagt, wenn es zack, zack, zack geht, dann... Ach Gott. Peter, kurz zu dir, du hast, ich weiß jetzt nicht, in welcher Folge von euch mal gesagt, oder eigentlich in der ersten, wo ihr euch vorgestellt habt, für alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen, du bist ja Fotograf, fotografierst viel live und du hast gesagt, das war so quasi dein Weg, wie du trotzdem in der Szene mitmischst, ohne ein Instrument zu lernen. Richtig. Wenn du ein Instrument lernen, also wenn du die Skills einfach so hättest,
Was wäre das für ein Instrument und warum? Und bei welcher Band vielleicht? Eine österreichische Band, kannst du dir aussuchen, bei der sofort einsteigen, da stirbt einfach der, der es jetzt spielt. Nein, er steigt aus oder er retired. Das ist der das ist jetzt schwierig, weil er sagt einfach, er hat keinen Bock mehr und sagt, oder du musst jetzt weitermachen. Okay. Nein, das ist eigentlich recht lustig, weil es stimmt. Passt bei Call of Mothership. Sorry, Thomas. Nein, also das Lustige ist, es stimmt natürlich. Ich hab nie irgendwie die Disziplin gehabt, um mich hinzusetzen und ein Musikinstrument zu lernen. Und habe mich aber immer für Fotografie und Film und so begeistert. Und ja, wie du sagst, es war für mich ein In, um mich damit zu beschäftigen, mit Musik und Musiker, weil Musik ist dann schon eine große Komponente. Ja, aber wenn ich jetzt ein Instrument wählen müsste, und das Lustige ist, irgendwie in den letzten Monaten hat sich es auch schon so ergeben. Wär's hast du schon, was angefangen? Ja, wäre es schon Bass. Mhm. Aus einem Grund, weil ich einen geschenkt bekommen habe. Mhm. Von mir. Ja. Guilty. Ja, ja. Nein, aber wen ich ersetzen würde, keine Ahnung, das ist wirklich schwierig. Muss eine lokale Band nicht sein? Also wir haben gesagt, nein, eine lokale Band, schon, das ist schon klar. Das ist schon klar. Freigegebene Variante. Steckt nur aus. Muss keine Local Band sein, kann auch. Ich meine, aktiv muss sie schon sein. Sag Dream Theater. Nein, österreichisch. Also ach so, leider nicht österreichisch. Belfegor. Mal wieder einen Shoutout. Belfegor. Nein, das ist mir alles viel zu stressig. Ich glaube, ich würde einfach sagen, wenn ich es einfach so kann, heißt, dass ich auch gut wäre. Ja, sicher. Und dann würde ich live Bass spielen bei Their Dogs Are Astronauts, weil die haben keinen Bassisten. Gute Antwort. Sehr gut. Das stimmt. Yes. Da müsstest du auch keinen ersetzen. Genau. Und richtig. Und hast du den Computer. Und ja. Und wie wir wissen, bin ich besser wie der Computer. Ja. Nice. Gute Antwort. In unserem Hypothetischen. Ja, sehr, ja. Sehr gut. Das wär tatsächlich auch musikalisch etwas, was mich sehr interessieren würde, weil es ist schon dieses Genty etwas. Ich finde es wahnsinnig geil. Es ist eher, ich habe es mal in einer Sendung gespielt, da habe ich gesagt, es ist so eine Mischung aus, schwer zu sagen, Northlane, Tesseract und ja, alles, was so im Progressive Metal gerade geil ist. Es ist so progressiv, dass sie es tatsächlich geschafft haben, einen Banjo einzubauen. Ja. Und lustigerweise ist das, und da vielleicht nehme ich da jetzt was weg, aber das ist auch ein Song, den wir noch mitgenommen haben. Ja, der ist dann in der Playlist. Yes. Das macht nichts. Das. Okay. Was uns zurück die Leute hören es ja jetzt noch nicht, sie müssen uns ja jetzt noch weiter zuhören. Was uns zurück zur Playlist bringt. Genau. Ne? Sehr gutes Segway. Sehr gutes Segway. Was wir auch gerade gehört haben, war Controlled Collapse von Massive Scum. Ja, ein bisschen mehr so die Grindcore, Death Metal. Metal. Ja, das ist ziemlich Metal. Dann Metal. Kontrastprogramm dazu, 4 Years von Blessed with a Curse. Also, nicht wie vom nennt? Bullet von Valentine, ja, haben wir festgestellt. Genau. Sie nennen es Post-Hardcore. /Metalcore. Ja, Post-Hardcore /Metalcore. Und dann Lucifer von All Your Sorrows, unsere Deathcore-Panzer. Genau. Ja. Aus dem Burgenland. Ja, man kann es sagen. Aus dem Castle-Land, ja. Ist jetzt ein guter Segue für... Die haben ja rein zufällig... Thema. Genau, da war so ein Konzert. Im U4 gespielt, genau. Addicted to Rock Live. Genau. Vom Addicted to Rock Club. Richtig. Also, noch einmal kurz der Kontext. Die Kill the Lycan, All Your Sorrows und Between the Beasts. Genau. Und eigentlich hätten noch gespielt... Das ist wie ein Test. Weißt du es? Ja. In this Temple hätten gespielt, aber leider ist der Jürgen erkrankt und deswegen ausgefallen. Und das wäre unser Abschiedskonzert gewesen. Und das fällt jetzt aus oder das macht ihr dann wann anders? Das weiß ich nicht. Okay. Ich bin nämlich nur Söldner in der Band und Mercenary of Bass und trage nicht die Entscheidung dafür. Also das wird sich noch klären. Aber jetzt muss einmal der Jürgen gesund werden und dann wird eine Entscheidung gefällt.
Okay, cool. Und du warst ja auch involviert, also wir waren alle drei dort, jetzt Spoiler Alert, ich habe auch, hab auch zwei Interviews gemacht mit Kill the Like und All Your Sorrows, die werdet ihr, ich will nichts versprechen, ihr werdet sie kommen in den raus, wenn sie rauskommen. Sendungen hören, sagen wir mal so. Und bitte, du warst auch involviert ein wenig in der Organisation. Ja, ich war mehr oder weniger das Verbindungsglied zwischen der Veranstaltung von Addicted Rock, also von unserer Frau Mimi und dem Herrn Stone und auf der anderen Seite halt die Bands. Und ich habe mich halt darum gekümmert, dass die Bands wissen, wann sie da sein sollen und war mehr oder weniger Stage Manager und Fotograf an dem Abend. Und ich habe es sehr genossen, obwohl es sehr anstrengend war. Ja. Und bitte nur kurz, Shoutout Florian Kössler, der war auch dabei on stage und hat den ganzen Abend Zahnkorfen aufbauen und koordinieren. Und er ist einfach der Fan, ne, von allem, was da in Wien. Einfach von der ganzen Szene. Voll. Yep. Er selbst spielt leider in keiner Band. Aber er ist, man kann von ihm alles haben. Ja, ist da und sagt, hey du, wir brauchen Hilfe. Ist er so ein Dude, der auf den ganzen Konzerten auch ist? Und ja, cool. Ich glaube, es gibt wenige Konzerte, auf denen er nicht ist. Richtig. Mich überrascht es immer, dass er ist nicht nur dort, sondern ich sehe ihn auch dann immer tatsächlich ein Schlagzeug aufbauen, ein Amp schleppen. Ah. Voll. Also immer involviert. Ist auch von den Bands cool, dass sie quasi ihre Die-Hard-Fans einfach involvieren, beziehungsweise auch helfen lassen. Es gibt immer schon, wieder ja, Bands, far, die schon far. Aber das ist, das die ist Nase dann, da oben haben. Und dann, wenn sie es lieber selber zahlen alles, dann sollen sie es machen. Ja? Aber der Flo macht das ungefragt. Der sieht, dass Arbeit da ist und ist proaktiv und greift zu, nimmt das drum und hilft dran. Ja. Und erwartet sich nichts davon. Und lass mal noch ein bisschen zum Peter kommen. Du hast gefilmt und fotografiert auch? Nein, ich habe fotografiert dieses Mal nicht. Ich habe nur ein bisschen gefilmt bei besagten All Your Sorrows für einen Teil eines Musikvideos. Ich hoffe, ich verrate da nicht zu viel. Ich denke nicht, aber sonst ja, das war Footage für ein Musikvideo, das du gerade mit ihnen produzierst. Richtig. Okay, cool. Und wie waren eure Eindrücke so vom Konzert? Ich werde dann in der All Your Sorrows bzw. Kill the Lichen Sendung auch noch ein bisschen drauf eingehen. Also müssen wir jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber prinzipiell, wie hat es euch gefallen? Ich fand's sehr gelungen. Es war ein extrem gelungener Abend. Es waren viele Leute dort, die auch mitgemacht haben mit der Show. Mhm. Das ist nicht immer so selbstverständlich. Es ist das öfters, wäre auch meine Frage gewesen. Genau, das war seit langem sehr, eins der ersten sehr aktives Publikum. Ja. Und es waren halt auch sehr viele Gesichter, die man normalerweise so im Sumpf nicht sieht. Genau. Okay. Ja, trotzdem im Pit waren und sich's vorgegeben haben. Das sind die zwei Sachen, die mir am meisten aufgefallen sind. Sehr viele Leute, die mitgesungen haben, vor allem. Ja. Das ist sehr cool. Ja. Und ja, eben, ich sag's immer, aber eben dieses Addicted Rock Live ist insofern cool, weil halt sehr viele Leute prinzipiell eher so auf Major Gigs gehen und eben ins U4 und ich sage jetzt mal eher so populäre Metal-Bands hören, damit einen Blick in die lokale Musikszene bekommen und vielleicht, und wenn ein, zwei dann auf einmal hängen bleiben und sich denken so, oh boah, ich muss jetzt nicht auf die und die Band warten, weil es gibt hier eine Band, die ähnliche Musik macht, zu denen kann ich jetzt auch gehen, Urlaub. Viele Leute wissen das gar nicht. Genau, ich glaube, wir haben so eine qualitativ hochwertige Musikszene. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch, also der Jörg und ich, immer mehr Leute irgendwie kennengelernt oder am Rande kennengelernt, die dann einmal irgendwie kommen sind, wo man sie nicht gekannt hat, dann die nächsten Male sind sie immer wieder dabei und wie gerade gesagt, dieses, hey, es gibt wirklich Bands, die qualitativ etwas machen, was durchaus mithalten kann mit internationalen Acts. Ja. Die sind voll begeistert und jetzt sind sie one of us. Ja. Genau. Ja, ich habe zuerst ein bisschen ein Verständnisproblem gehabt, weil es ist ja beim Addicted to Rock auch nicht immer so, dass Livebands spielen, richtig? Also es kann ja auch nur Clubbing sein. Prinzipiell ist es ein Clubbing, ja? Ja, also jeden Freitag ja. Im Inno 4.
Links. Da unten. Yep. Ja. und ich glaube, ich vielleicht nehme ich das aus dem Fenster. Ich glaube, einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate zumindest. Aber es gibt schon frequentiert, gibt es dann immer im Rahmen von Addicted Rock quasi, bevor das Clubbing beginnt, genau, 1, 2 oder 3 Livebands, ja, die halt dann spielen. Und danach ist so die übliche Pumperei. Okay, glaub, das heißt, halt 3 war gar nicht so wenig. 3 ist das Maximum. In einem von eurem Podcast, glaube ich, mal gesagt, ab 4 ist erst ein Konzert. 4 Bands, irgendwie. 4 Bands? Nein, da ging es um Tour. Konzerttermine, genau. Quasi wie viele Konzerttermine hintereinander. Nein, es war, ich weiß nicht, die Anzahl? 3 oder was? Also war so. Keine Ahnung, da war ich besoffen, war, ja, wahrscheinlich. Ja. Nein, aber im ja, U4 beim Addicted to Rock sind es maximal eigentlich Max, das ist die Obergrenze. Okay. Die, ja. Okay. Das heißt, eine davon war schon ein Stand-in für euch quasi. Ja. Okay, verstehe schon da. Ja, Between the Beasts haben sehr kurzfristig zugesagt. Ja. Muss man sagen, Hut ab, dass die das so kurzfristig machen und auch dann noch so eine Response mit dem Publikum haben. Das ist eben ein Verdienst vom Publikum und von der Band, weil die hatten nicht wirklich Zeit, um jetzt so lange Werbung zu machen für diesen Gig. Waren aber trotzdem bereit, so kurzfristig einzuspringen. Voll. Aber die sind ziemlich im Training. Die waren, ja, also im Training unter Anführungszeichen, die waren gerade erst auf Tour auch und sind sehr energisch dran, an sich zu arbeiten. Ja. Proben auch viel. Das sind Road Dogs. Richtig. Sehr, sehr emotionale Musik. Also legen auch wirklich alles offen auf der Bühne. Ist impressive. Ich hätte mir, wer ist ganz links gestanden, der Bassist, ein bisschen mehr Performance noch gewünscht, aber ich bin auch so, der Metalcore-Jump. Der Bassist, der Steff, ist er seit kurzem dabei? Ja, ich glaube, gerade vor der Tour eingesprungen. Ja, der hat vielleicht noch ein bisschen. Und der findet das gerade erst noch. Ja, und das ist nicht sein Setup, mit dem er spielt. Also ich verstehe das, ja. Aber nicht mehr lang und dann hast du deine Jumps. Okay, sehr gut. Das ist für mich wichtig. No pressure. Ja. Yeah. Hoffentlich hört er zu, gell? No pressure. Ich werde es ihm schicken. Gut. Wollen wir noch ein bisschen Musik hören? Gleich wieder Musik, da hätten wir das Konzertthema jetzt eigentlich besprochen. Später will ich noch ein bisschen einfach lustige Sachen mit euch bequatschen. Cool, das kann man. Das wird dann geil. Einfach noch so der ein wenig bescheuerte Teil vom Podcast. Aber alrighty. Jetzt können wir wieder Musik hören. Ja? Far, machen wir das. Ready. Gut, was das, weißt du, können wir schon ein bisschen was verraten, was jetzt kommt? Nein, lass uns reinhören. Einfach reinhören. Ah, doch, wir haben gesagt, die Dogs. Ja, yeah. Yeah. Genau. Die Dogs were Astronauts. Yeah. Dogs were Astronauts. Und wenn ihr das hört, dann waren wir schon wieder auf einem Konzert. Genau, vor. Genau, yeah. Und da gibt es dann vielleicht auch wieder was zu hören. Also dranbleiben. For those who are to rock, facebook.com/FT80Rock. Rock on. So, willkommen zurück bei For Those About To Rock, For Those About To Talk eigentlich, dem For Those About To Rock Podcast und Crossover Podcast, also auch willkommen zurück beim Big Boys Podcast, richtig? Yeah. Danke. Ich sitze hier, ich bin der Aaron, du machst so wie in der Selbsthilfegruppe, hallo, ich bin der Aaron. Du musst eigentlich aufstehen. Ah ja, okay, aber ich versuch's. Ja, aber das sieht man. Hallo, ich bin der Aaron. Hallo Aaron. Hallo, ich bin der Jörg, ich habe leider einen Podcast. Und wir haben einen Podcast. Ja, so, ja. Hat jetzt eigentlich jeder einen Podcast? Wird das irgendwann sterben? Nein, aber ich finde das geil, dass das ja jeder machen kann. Weil du hast jetzt die Möglichkeit, absolut jeglichen Blickwinkel von jeder Person kennenzulernen, die jetzt mit der Welt teilen will. Es ist egal, ob wir jetzt reden über einen Podcast machen oder fotografieren oder Videos, Filme, whatever, oder Musik machen. Es war noch nie so einfach wie jetzt. Ja. Und zweitens, ich finde es super spannend, weil wir zwei können echt den ganzen Tag miteinander quatschen. Ja? Aber wir zwei setzen uns dieses Framework und sagen so, okay, und die nächste Stunde reden wir über dieses Thema. Ja.
Und wir reißen uns dann zusammen und wir können dann nicht auf einmal abdriften und irgendwelche depperten Memes am Handy so, schau, hast du schon gesehen, blablabla, sondern wir müssen eine Stunde konzentriert und strukturiert über ein Thema reden. Das ist nicht so leicht für uns. Ich wollte gerade sagen, das ist super easy. Also zumindest, wenn es dann auf einmal rennt, dann ist es ja sicher leicht, die ersten paar Male waren ungewohnt, aber normalerweise kannst du uns auf eine Couch hinsetzen und wir reden 4-5 Stunden und alles Mögliche und Themenwechsel. Also. Ja, aber das wäre dann auch interessant, einfach das mal mitzuschneiden und dann zerschneiden und dann habt ihr 8 Podcasts. Ist ja unkonventionell vielleicht, weil wir dann doch hier... Wir editieren ja nichts. Also der Peter editiert ja nichts. Erstens ist die Frage, ob wir sowas überhaupt veröffentlichen dürfen. Ob dann... Es ist auch unser Podcast, wird auf Play gedrückt und dann rennt es. Es gibt keinen Schnitt, es ist die alle Ums und und sind alle drin. Nicht. Ja, ist ja drin. Das ist, ich finde das auch wichtig bei einem Podcast. Mir kommt, also wir haben ja, ich habe ja kurz erwähnt, dass ich sehr viel True Crime Podcasts höre. Und die sind ja teilweise dann von großen Medienhäusern, so wie vom Stern oder und da ist schon viel editiert. Die sind, auch, die sind sehr produziert, ja. Und fände ich dann ab und zu cooler. Sicher, das hat sehr viel Geschwindigkeit. Das verliert nicht an Geschwindigkeit, wenn derjenige überlegt oder so. Aber verliert aber auch an Authentizität. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Authentizität. Ich probier's nicht. Das dritte Mal war schon falsch. Das ist nicht einfach. Aber ja, das hat auch Vor- und Nachteile, sagen wir mal so, das Produzieren. Ich schaue auch nur, wenn ich jetzt wirklich For Those What to Rock als Podcast, also so wie heute macht, dann schaue ich nur soundtechnisch Ems oder so, schneide ich sowieso nicht raus. Obwohl wir beim Radio sind. Wir haben ja gesagt, der dritte Teil ist jetzt ein bisschen ein lustiger Teil. Ich hatte es auch bei den letzten beiden Interviews ein bisschen so begonnen. Normalerweise bin ich immer, ich lese mich viel ein bei den Bands, die ich interviewe. Also ich weiß dann immer viel, aber trotzdem will ich nicht nur über die Materie reden, weil sonst wird es irgendwie fad. Weil die Zuhörer, sicher erfahren die dann besonders viel über die Band. Aber auf der anderen Seite kann man sehr viel davon auch in, keine Ahnung, Wikipedia und überall anders nachlesen. Fun Fact, ich versuche schon seit ewig eine Wikipedia-Seite über mich zu ergattern. Ja. Es ist nicht leicht. Ich bin nicht wichtig genug. Was ist das Kriterium? Wirst du immer wieder gelöscht? Also schreibst Also jedes Jahr zu meinem Geburtstag erstelle ich eine Wikipedia-Seite über mich selber und die wird meistens in ein paar Minuten gelöscht. Es klingt jetzt, ich bin einfach ein bisschen narzisstisch. Nein, ich bin nicht wichtig genug. Nein, ich probiere es aus Schmäh halber natürlich, ich habe einen Eintrag auf Wikipedia. Ich weiß, ich habe die Hälfte davon geschrieben. Echt? Ja. Du hast, geil. Verlinken wir auf Facebook. Du hast ja wirklich cool. Ja, bei Devastating Enemy. Ja, klar. Ja. Du hast da damit editiert? Ich habe ein paar Sachen editiert. Ja. Nicht alles. Oder? Oder du auch? Die Band persönlich. Und alle von uns sind halt namentlich. Das heißt, rein theoretisch könnte man über mich als Person einen Wikipedia-Eintrag machen, weil es schon einen Menschen gibt. Aber ihr habt 10.000 CDs oder 1.000 CDs. Na, 10.000 haben wir sicher nicht. 1.000 sind es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das hängt zusammen. Es gibt so ein Kriterium. Ja. Ich glaube, so 1.000 CDs oder so muss man. Nein, ich glaube, wir haben einfach nur furchtbar schnell gespielt. Ja. Deswegen, weil wir so schnell waren. Nein, aber Devastating Enemy waren sehr cool. War sehr cool. Yes, wenn ich mich so zurückerinnere, das war auch sehr... Ging gut. Ja. Ich habe das Video, ihr habt, glaube ich, ein Musikvideo, da seid ihr auf einer Bühne. Ist das die Szene? Kann das sein? Ja. Du hast in der Szene gedreht, gell? Und das habe ich so im Hinterkopf. Noch was anderes Lustiges, wie ich letztens meine Wohnung zusammengeräumt habe, habe ich meinen Backstage-Pass zum letzten Devastating Enemy-Konzert wieder gefunden. Oh. Da haben der Jörg und ich uns noch nicht gekannt. Aber wir waren schon in der gleichen Location. Aber wir waren schon Backstage. Voll. Wir waren in derselben Location. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer das ist. Na genau. Also das ist so kleine Welt irgendwie. Nein, es ist einfach eine kleine Szene. Ja, voll. Ja.
So, du hast einen Orgenzettel mit Urfil drauf. Ja, und nein, da passiert jetzt noch was. Das sind die Fragen von den letzten Interviews, aber Recycling. Da habe ich ein paar lustige, genau, Recycling. Smart. Ich bin ja für Recycling und jetzt ein paar von den lustigen Fragen, habe ich mir gedacht. Okay, geht schon, Feuer. Ein paar schnelle. Tom oder Bill Kaulitz? Ich berufe mich auf mein Ausländer-Dasein. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Also der die Dreads gehabt hat, definitiv der. Die Sängerin oder die Gitarristin. Ich habe nämlich Fun Fact, ich habe Tokyo Hotel das erste Mal gesehen, also durch den Monsun. Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ach, die Sängerin schaut eh nicht so schlecht aus. Mir war von Anfang an klar, das ist ein Dude und die zwei Dudes sind Brüder. Voll. Das war dir auch klar. Ja, die schauen sich auch ähnlich. Ja, ja, jetzt. Ja, okay. Okay, dann hast du schon. Aber spannend ist, es ist. Du wirst nochmal Tom und Bill, oder? Tom und Bill, ja. Ja, und wie heißen die anderen zwei? Drummer und Gustav, Bassist. Gustav ist der Schlagzeuger. Sicher? Das weiß ich, weil der ist so alt wie ich. Du kennst alle Namen von Leuten, ja, die so alt sind. Geil, das ist. Ich hoffe, das steht in jedem Bewerbungsschreiben. Okay. Schulabschluss, ja, den kenne ich. Weiß ich, der alle, ist genauso alle alt wie ich. Ja. Den habe ich gesehen auf dem Treffen, wo alle Leute sich sammeln von Leuten, die genauso alt sind wie ich. Ja, 90, super Baujahr. Ich habe die Doku gesehen. Also, wie heißt das? Keine Ahnung, wie die heißt. Könnt ihr euch anschauen, ist gar nicht so uninteressant. Ja. Ist gar nicht so schlecht, die Tokyo Hotel Doku. Gibt's auf YouTube, beide Teile. Gut, Gudenus oder Strache? Ich auf darf was? In diesem Land nicht wählen. Ich einfach, es ist einfach Gudenus oder Strache. Am Schießstand auf der anderen Seite. Boah. Also rein, rein von den Ausreden, die sie gebracht haben, nach Ibiza Gate. Kann man Ibiza Gate sagen? Ja. Ist der Gudenus definitiv der lustigere von beiden, weil das war der größere Schwachsinn. Ja. Einerseits das, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, so in Sachen so von Persistence, ja, und wie behindert man immer wieder zurückkommen kann, ja, definitiv. Ja. HC, Cracky. Ja. Hannes, Christopher Strache. Frühling oder Herbst? Herbst. Gibt's beides bald nicht mehr, aber ja. Mhm. Wörthersee oder Donauauen, also Lobau? Donauauen, bis näher. Ja, vor, ist nicht so weit. Bruce Lee oder Schwarzenegger? Alter. It's all about the Terminator. Ja. Der Arnie ist mein Kanzler. Arnold Schwarzenegger ist mein Kanzler. Stimmt. Oh. Ist es ja auch. Das sind wir. Gewachsen, gell? Das sind wir, ja. CD, Vinyl oder MP3? MP3. Streaming. Schon? MP3? Ja, okay. Ja. In der Zwischenzeit. Also digital. In der Zwischenzeit. Ich mein, man streamt ja MP3. Platte und alles ist cool, aber... Die Haptik und das Ritual, leiwand, aber... Ja. Nicht mehr praktikabel. Ja, sowohl... wie komfortabel das Streaming ist oder digital, als auch rein vom technischen Aspekt die Qualität. Plus, ich feiere es so, ich muss jetzt nicht mehr die CDs der Bands kaufen, sondern ich habe jetzt mehr Kohle für Emerge. Ja, ich kaufe mir jetzt viel mehr T-Shirts von Bands und das bringt ihnen mehr, das bringt mir mehr. Ja. Ja, wir haben alle, doch, statt alle mehr davon. Euro statt 5 Euro. Ja, statt T-Shirt und Level kaufst du jetzt 2 Level. Ja. Das stimmt. Es ist auch. Statt T-Shirt und Leiberl kaufst du 2 Leiberl. Ich muss auch sagen, ich habe. Außerdem, die CD steht dann eh nur rum. Ja, das stimmt. Und T-Shirts werden getragen und da bewegt sich der Bandname dann durch die Stadt. Eventuell. Sind andere Leute, denken so, wow, geil, okay, ja. Das stimmt. Eventuell, dass man die CD digitalisiert und dann am Handy mit hat, aber ja, dann kann man gleich, das ist das. Ich habe kein Laufwerk mehr dafür. Es ist nicht mehr möglich. Ja, auch nicht. Ich bin extra ein CD-Laufwerk gekauft. Okay. Ich habe auch keins. Ich muss mir auch eins kaufen. Ja. Ist leider. Blu-ray dann gleich, weil sonst. Gute Frage, nächste Frage. Was haben wir da? Chuck Norris oder Sylvester Stallone? Sly.
Ja, Chuck Norris gewinnt immer. Das habe ich auch gesagt, bei wo ich glaube, das war, was war das? Kill the Lightning, All the Sorrows. Da habe ich gesagt, egal was ihr sagt, Chuck Norris. Ich nehme Chuck Norris, weil ich weiß, dass er gewinnt. Der Chuck Norris ist nicht mehr im Fernsehen, das leider schon. Das ist richtig. Und aber er ist nicht leider im Fernsehen. Last but not least, Stermann oder Griesemann? Der eine geht ja ohne dem anderen nicht. Ich weiß nicht, wer das sind. Das willkommen in Österreich, du. Ja. Comedy-Titanen und Koksnasen. Ich persönlich würde sagen, Griesemann. Nicht jetzt, weil er Österreicher ist. Ich wollte gerade sagen, weil er netter Deutsch ist. Nicht, weil er ist, aber einfach, weil er... Er bemüht sich nicht so. Okay. Er ist oft bewusst Arsch. Nein. Also, er oft einfach hat er keinen Bock, ist er unfreundlich. Hat er, ich weiß, was du meinst. Genau, er ist nicht so journalistisch vielleicht. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde nicht, man kann die zwei nicht trennen. Ja, sie sind dann absolut nicht mehr lustig alleine. Sie brauchen einander. Dann, welchen Politiker würdet ihr in den Podcast holen? Und als Experte für was? Donald Trump, Experte für alles. Österreichischen oder internationalen? Puh. Also, machen wir beides? Österreichisch kann ich nicht mitreden. Na sicher, du kennst ja ein paar österreichische... Die haben wir alle schon gehabt. Bei uns im Podcast? Was? Nee. Jetzt im Gespräch. Ach so, weißt du. Also ja, international würde ich mich schon mit dem Trumpster mal zusammensetzen. Schon? Ja, ich glaube, ganz klar. Ich glaube, das wäre lustig. Dann sagt er nichts mehr. Wenn der schmollt, sagt er nichts mehr. Ja, na, da müssen wir halt schauen, dass wir nicht zum Schmollen bringen, sondern wir enablen ihn vor Gas, dass es so richtig aufgeht und vielleicht irgendein Shit verrät. Ja. Tell us about the wall. Ja, das oder vielleicht verrät er uns, wo die Aliens sind. Ja, man muss nur sagen, wie groß sind seine Hände oder wie gescheit ist er. Ja, voll. Weißt du, du musst und dann das, wo immer angekriegt wird. Ja, voll. Und irgendwann wird er schon, also man kann nicht sagen, irgendwann wird er was Dummes von sich geben. Das macht er eh die ganze Zeit. Ja. Ich glaube, das super gemütlich wäre, mit Obama am Tisch zu sitzen und natürlich Arnold Schwarzenegger. Er war mal Politiker, deswegen zählt er. Ja. Aus Österreich würde ich mich gerne mal mit unserem Bundespräsidenten zusammensetzen. Weil ich einfach glaube, er ist ein super gemütlicher Typ. Schon? Ja, far. Also jetzt ist es ja die Birlein, aber du meinst mit den Van der Bellen, ja. Ja, der ist sicher cool drauf. Ich meine, du müsstest irgendwo im Rauch sitzen. Wahrscheinlich. Das wäre kein Problem. Nicht mein Kopf. Er kann ruhig einen Dübel ziehen. Das wäre voll okay. Ich helfe ihm picken. Ja. Das wäre jetzt doch eure Chance, dass ihr ihn in den Podcast einladet? Ich glaube, da müssen wir einen Brief schreiben. So, aber einen offiziellen Brief. Der schreibt sich ja zurück. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kann ich ihn irgendwie überzeugen, indem er einen sehr holländischen Nachnamen hat oder so irgendwas. Okay, dass du an seine Wurzeln appellierst. Sag's ihm. Er ist zwar nicht dein Präsident, aber... Nein, aber da schreiben wir einen Brief. Da schreiben wir einen Brief. Das müssen wir uns überlegen. Ja. Das ist so ad hoc geht das nicht. Locker aus der Hose sind wir nicht. Der Amazonas brennt. Esst ihr Fleisch? Ja. Das ist so, in Wien ist es auch besonders schwierig, wenn man sagt, ich kaufe lokal... Ja, was soll das heißen? Bei Wiener Bauern? Ich habe um die Ecke einen Fleischer. Okay. Zum Beispiel. Plus, ich kaufe echt sehr wenig Fleisch. Und ich schaue, steht Armer drauf, aus welchem Land kommt das Ding. Ah. Aber schaue ich bei Obst und Gemüse auch. Ah. Ja, das schon. Weil das ist dann so wieder das nächste. Wenn ich jetzt sage, ich bin super, ich ernähre mich nur vegan. Und ich kaufe. Na, vegan ist ja nicht automatisch gesund. Avocados und. Von sonst wo. Ja, natürlich, natürlich. Das scheißt dann auch rein. Avocado, ich glaube 1000 Liter, ein Kilo. Ja, auch also, 1000 Liter Wasser. Ja, ich weiß nicht. Zwar hin und wieder, aber ich schaue, dass so, dass so exotische Sachen was Besonderes bleiben. Das brauchst du nicht jeden Tag am Tisch. Ich esse kein Rindfleisch mehr. In der Zwischenzeit. Ja. Ja. Und Schweinefleisch möchte ich auch reduzieren.
Aber ja, es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht irgendwie so anti-vegan oder vegetarisch, ja, weil ich habe das Gefühl, in jeder Küche gibt's coole Sachen, ja, und kann man was Leibendes kochen, was gut schmeckt, ja. Also ich verneine den veganen, vegetarischen Lebensstil nicht, aber ich sehe mich selbst nicht bereit. Ich habe es versucht, es ist schwierig. Ja. Ohne Käse ist sowieso unmöglich. Unmöglich. It's all about the cheese, not the cheese, sorry. möglich wäre es schon. Also ja, wenn, die Sache ist, wenn von heute auf morgen das Dekret kommen würde, okay, es darf kein Rindfleisch mehr geben und kein Schweinefleisch. Ja, natürlich. Dann sage ich, ja, okay, fuck it. Na, gibt doch genug anderes, was ganz genau super geil ist. Wir importieren jetzt noch. Jetzt gibt es den Pakt mit Amerika, nicht? Dass sie. Gut, und jetzt müssen wir es. Die Zeit, die verrinnt. Ja. Die verrinnt. Das ist richtig. Wir werden das irgendwann wieder mal wiederholen auch. Das wäre cool. Ja, bin ich voll dafür. Ja, da kommst du zu uns. Das ist genau. Ins Studio. Ja, voll. Genau. Letzte Frage. Ne? Main-Tipp für, jetzt haben wir, ich frage die Bands immer für junge Bands, sagen wir für junge Podcaster, Medien-Creator. Einfach Content machen, was geht. Ja, fang an irgendwo. Ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es war noch nie so leicht, irgendwas zu machen. Egal, ob es Fotos, Videos, Musik ist. Das Wissen ist da draußen, man muss nichts selbst erfinden. Nein, es gibt... Man kann jeden fragen. Vor allem, man kann jeden fragen, aber es gibt trotzdem, auch keine blöden Fragen. Natürlich nicht, aber trotzdem ist eines der wertigsten Sachen, mach einfach was, sei kritisch über das, was du selber gemacht hast, zeig es auch anderen Leuten. Also sei nicht nur so, ich habe es jetzt gemacht, das gefällt mir nicht, ich zeig's keinem. Na, mach was, schick's andere Leute, wo du glaubst, die geben mir eine ehrliche Meinung. Ehrliche Meinung geben ist wichtig. Und dann den anderen sollte man nicht enablen, sondern schon auch hervorheben, was die Stärken und Schwächen sind von dem, richtig, was der andere jetzt gerade kreiert hat. Ja. Ich habe jetzt unlängst auch ich meine, ich werde jetzt keinen Namen nennen natürlich, aber unlängst ist eine EP, halt ein Release von Musik passiert und da hat mir etwas nicht gefallen und ich habe dann den Musiker auch einfach angeschrieben, so, hey, an sich alles cool, das eine, und die Antwort, die ich darauf bekommen habe, ist, hey, cool, ja, währenddem ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, da bin ich mir nicht so sicher, danke für dein Feedback, weil jetzt weiß er beim nächsten Mal, er muss vielleicht was anderes probieren. Ja. Wenn ihm nur alle seine flüchtigen Bekannten oder sogar Freunde sagen, ist eh voll cool, voll geil. Mein Chef hat mal gesagt, die Bauchstreicher helfen einem nicht, die richtig. Bauchstreichler helfen einem genau, nicht. Genau, genau. Ja. Das ist schon angenehm, wenn jemand sagt, was du gemacht hast, ist just perfect. Aber du brauchst beides. Und wenn du eben selber auch kritisch über deine Sachen bist, denke ich, dass du mit jeder Iteration von was auch immer du machst, sei es Fotos, sei es Musik, whatever, wirst du immer besser sein. Und wie der Jörg vorhin schon gesagt hat, irgendwann schaust zwei Jahre später auf deine ersten Sachen und denkst da, wow, das habe ich einmal gemacht. Zum Glück bin ich jetzt wesentlich besser, weil ich merke selber, dass ich besser bin und dass ich gewachsen bin. Und das gilt für egal, was du machst, ob es jetzt normaler visueller Content ist oder Musik. Einfach mach was. Versuch in so hohem Tempo, wie es für dich sinnvoll ist, wo du sagst, ich habe jetzt was gemacht, was ich wertig finde. Versuch einfach immer was zu machen. Try hard and get better. Ja. Ja, ist ein relativ schönes, also nicht relativ, ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich schaue da gerade auf die Zeit, deshalb. Und genau, wir haben noch einen letzten Song zu Schluss. Also ich bedanke mich mal, dass ihr da wart. Danke, danke. Danke für die Einladung. Und wie gesagt, das ist ein Crossover. Das heißt, heute habt ihr die Sendung gehört. Ab morgen könnt ihr diese Crosscast, genau. Wir haben gerade im Zusammenscheißen von Worten, das können wir sehr gut. Ja. Sorry, Nichts passiert. Und ab morgen könnt ihr die Sendung nachhören. Die Playlist könnt ihr dazwischen schon mal nachhören. Und dann ab nächster Woche könnt ihr das Video dann anschauen. Ja, genau. Und dann könnt ihr uns auch sehen. Wenn ihr uns jetzt nur unsere sexy Stimme nur hört, dann könnt ihr, dann könnt ihr uns dann auch anschauen. Und ich hoffe, wir werden das bald mal wiederholen. Yes, unbedingt. Und wir haben noch einen letzten Song. Ja, voll, weil unsere Playlist war nur national. Ja, genau. Aber einen heißen Tipp aus Island haben wir,
nämlich Une Misère mit Sermon. Und das ist ein richtiger Burner, den ihr jetzt zum Schluss noch hört. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche gibt es uns natürlich wieder auf Radio Agora. Und bleibt dran, facebook.com/ftatrock und auch auf Twitter und Instagram. Da findet ihr dann das Video, alle Infos zur heutigen Sendung, die Links und. Und natürlich auch alle Infos zu den Big Boys. Also, rock on!